Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und es geht weiter mit dem Dodge Charger RT von Fast and the Furious mit der Ausgabe 40 und ja, da haben wir eine Menge zu tun. Schauen wir mal rein, was wir haben. So, schauen wir mal rein. Diesmal wird es eine etwas längere Ausgabe. Eine Menge Fummelei. Viele Kleinteile haben wir hier heute. Wir schauen erstmal rein. Wir haben hier von diesen Bügeln. Davon haben wir 4 Stück. Und ich habe das mal gemessen. Das sind ziemlich kleine in Millimeter. Ziemlich dünne, also wir haben hier eine Dicke von 1,59 mm, kann man das so sehen? Ich glaube, das kann man so sehen. Also ziemlich filigran. Dazu haben wir passend auch ein paar Mini-Muttern und dazu, was irgendwie echt cool ist, einen kleinen Schlüssel dazu, auch aus Metall. Wie gesagt, vier von diesen Bügeln haben wir hier, die wir verarbeiten. Dann haben wir 2 Fahrwerksfedern. Dann die Dämpferstangen, davon haben wir auch 2. Ich glaube, ich lasse das mal drinnen hier, die wollen schon wieder unterwegs sein. Dann haben wir die Stoßdämpferhüllen, 2 Stück. Dann haben wir hier die Halteplatten und die sind auch einmal mit R ausgezeichnet für rechts und natürlich dann entsprechend auch ein L für links. Dazu natürlich auch nochmal FM-Schrauben und hier haben wir nochmal eine Riesentüte mit AM-Schrauben. Ja, also wie gesagt, es wird ein etwas längeres Video, viel Fummelei. Dazu brauchen wir natürlich heute die Hinterachse und die beiden Blattfedern, eine links, eine rechts. Und ja, wir fangen mal an. Und zwar brauchen wir erstmal die Platten. Das hier ist die linke Platte, dann entsprechend auch die rechte Platte und dazu brauchen wir dann jeweils den Dämpfer innen, der von außen aufgeschraubt wird. Na, vielleicht mal ein bisschen näher ranholen. Na, ein bisschen die Kamera runter. So, dann müsste das passen. Dazu brauchen wir jetzt die AM-Schrauben. Die haben wir hier. Mal auspacken. Da wir wahrscheinlich eine ganze Menge brauchen von. Und erstmal schrauben wir hier den Dämpfer ran. Die sind also links und rechts gleich von der Ausführung. Festschrauben. Und ein bisschen wieder lösen, dass sie beweglich sind. Dann brauchen wir als nächstes die Hinterachse und eine Blattfederversion, und zwar diese hier. Kommt dann. Haben wir einmal eine Bohrung und einmal eine Öffnung, kommt dann so rüber. So, wird dann mit dem Dämpfer nach innen übergesetzt
Und dort kommt eine FM-Schraube rein. Die haben wir hier. Sind etwas länger. So. Auch wieder kurz in Öl tunken. Ups. Bisschen langsam. Darauf achten, dass das gerade sitzt. Das haben wir jetzt auch, das ist die erste Ausführung. Dann brauchen wir zwei deren Bügel. Zwei von diesen kleinen Bügeln hier. Einmal von der Seite runter. Durchstecken. Ah, wo ist das Loch? Bisschen fummelig. Mal mit der Pinzette ein bisschen nachhelfen hier. Ja, die eine Seite will hier nicht irgendwie. Mal probieren. Mal ein bisschen Licht drüber holen zu mir, damit ich besser sehe. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die beiden durch. Hoffe ich natürlich, dass sie wieder nicht wieder rausrutscht. So, dazu brauchen wir jetzt die kleinen Muttern, 40D nennen die sich. Schaut euch mal diese winzigen Muttern an hier. Und packen wir mal rein. Zack, so sieht das aus. Dann von unten festhalten und die Mutter draufschrauben. Das hat schon mal gut funktioniert. Natürlich darauf achten, dass die Mutter in dem Schlüssel hier gerade drin sitzt. Natürlich auch nicht zu fest, sonst reißt das ab und dann gibt es ein Problem. Aber ist alles fest. Jetzt haben wir die erste Version. So, dann stecken wir mal den zweiten Bügel durch. Ich glaube, das sitzt nicht ganz gerade. Mal noch ein bisschen lösen hier, damit man das noch ein bisschen verschieben kann. Gucken, wie wir jetzt den Bügel vernünftig durchbekommen. Ja, das hat ganz gut geklappt. Gut, die Bremsleitung können wir später wieder ranmachen. Machen wir erstmal ab. Dann wieder umdrehen. Und die nächste Mutter. Bisschen fummelig für meine Wurstfinger hier. So, sitzt schon mal. Dann die nächste.
nicht richtig gerade rein hier. Gut, die weigert sich. Wir nehmen mal eine andere. Vielleicht klappt es bei der besser. Zack. Die will verarbeitet werden. Ja, mit leichtem Druck. So, da haben wir die zweite Ausführung auch fertig. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen sehen. Ich habe immer so das Gefühl, dass es ziemlich dunkel irgendwie ist. Vielleicht sollte ich mir mal noch einen zusätzlichen Scheinwerfer anschaffen. So, das Ganze machen wir auf der anderen Seite hier auch. Dazu brauchen wir dann erstmal wieder die zweite Seite vom Dämpfer. Wird auch wieder von außen verschraubt. Mal kurz beiseite packen. Und dazu hatten wir ja welche Schraube genommen. Das waren wieder die AM-Schrauben. Das war die hier. Auch wieder einmal fest, minimal lösen, damit wir hier eine Bewegung drin haben. So, dann die nächste. Natürlich darauf achten, dass wir auch wieder die richtige Seite haben. Und die Dämpferstange nach innen. Dazu nehmen wir wieder die, was hatten wir da für eine Schraube gehabt? Da war eine FM-Schraube. Richtig, genau. So, einmal festschrauben und wieder ein bisschen lösen. Können wir ein bisschen bewegen noch. Hier können wir dann wieder nachziehen, dass es fest ist. Damit wir es nicht vergessen. Und jetzt kommen die Bügel wieder an. Scheibe ist immer ein bisschen fummelig. Jetzt haben wir durch. Und wieder diese super mini modern. Ja, einstecken hier. Rausgefallen, runtergefallen, super. Irgendwie will die hier nicht so richtig halten. Ein bisschen von der Seite her. Die hat gefasst. Gleich die nächste. So. Und den Bügel innen wieder. Der ging immer ein bisschen einfacher, nicht rausrutschen. Oh, der bleibt auch drinnen. Oh je. Ah, wieder rausgerutscht.
So, erstmal wieder angesetzt. Also es bleiben zwei Muttern übrig, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Weil wir kennen alle die Teppichmonster, die gerne solche Sachen schlucken. So, dann haben wir die zweite Ausführung auch fertig. Jetzt können wir auch natürlich das ein bisschen gerade rücken hier. Und hier wieder festschrauben. Damit haben wir beide Seiten fertig. Und die Bügel dazu passend. Aha. Okay, ich hatte gedacht, dass es doch ein bisschen länger wird, aber wir sind schon wieder am Ende. Das heißt also, die Dämpferstangen und die beiden Fahrwerksfedern kommen in einer späteren Ausgabe. Die brauchen wir später. Dann werden wir jetzt noch die Bremsleitung einsetzen wieder. Zwar von oben wieder. Andersrum. Ich glaube, ich werde die Bremsleitung einkleben. Ein bisschen nachstecken hier. Und die andere Bremsleitung. Mal gucken, wie rum war sie sitzt. So, da kommt einmal dort rein. Und hier rein. So, haben wir das Ganze jetzt fertig. So, dann sind wir auch mit der Ausgabe 40 fertig. Ging doch schneller, als ich dachte. Wir haben jetzt die Blattfedern links, rechts angebaut, montiert und dazu die entsprechenden Halter für die Blattfeder. Einmal hier die Platten, die Haltebügel für die Blattfedern links und rechts und auch die Stoßdämpfer Stangen. Beide montiert, sind beide noch beweglich und das ist jetzt das Ergebnis von der Ausgabe 40. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Und vergesst dann nicht entsprechend auch die Glocke zu drücken, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, kriegt immer mit, wann die nächste Ausgabe kommt und freue mich, wenn ihr dabei seid auf der Ausgabe 41 und sage wie immer Danke und Tschüss, euer Micha.